Ich habe schon mal ein Online-Seminar gemacht zum Thema Pressearbeit. Schreiben fürs Internet, Pressekonferenzen. Wie gestalte ich einen Presseartikel? Online-Seminare zu Social Media. Wie konzipiere ich Social Media-Kampagnen zum Beispiel? Webinar bedeutet, dass wir uns in einem virtuellen Raum treffen, also die Teilnehmer und die Dozenten, und wir dort eigentlich alle Austauschmöglichkeiten haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, die Inhalte zu besprechen, eigentlich fast so wie in einer Präsenzveranstaltung. Ja, ich bin Rolf Bayer und komme aus Koblenz. Bin selbstständig und in vielen Vereinen aktiv, ehrenamtlich und auch in der Kommunalpolitik. Und wie das dann so ist in der ehrenamtlichen Arbeit, es gibt viele Dinge zu tun und einer muss es ja dann tatsächlich machen, zum Beispiel Pressearbeit. Und ich habe nie sowas gelernt. Ich muss natürlich dann mir irgendwo das Fachwissen auch aneignen und ich habe auch schon einige normalen Seminare besucht, wo ich übers Wochenende wegfahren musste mit viel Aufwand. Bin dann aber immer wieder auf der Suche gewesen nach einfacheren Möglichkeiten und da bin ich dann auf die Online-Seminare gestoßen. Unsere Webinare richten sich vor allem an Ehrenamtler, Quereinsteiger, die neben dem Beruf zum Beispiel für die Parteiarbeit, die ehrenamtliche Arbeit, sich weiterbilden wollen, das richtige Rüstzeug, Handwerkszeug holen wollen. Genau das bieten wir. Und zuerst war ich schon etwas skeptisch. Muss ich mir dort eine Software herunterladen oder ist mein Rechner überhaupt geeignet dazu? Von daher war ich ein bisschen skeptisch. Aber das ist alles nicht so dramatisch. Das ist alles relativ einfach. Es gibt kaum Voraussetzungen, um mitzumachen. Man braucht eine stabile Internetverbindung, man braucht ein Headset. Das war es auch schon. Man bekommt vorher von der Stiftung die Informationen per E-Mail. Alles Wichtige nochmal zum Nachlesen. Man bekommt ein Passwort. Und vor allem, man muss noch nicht mal eine Software runterladen. Webinar heißt nicht Einbahnstraße, sondern Webinar heißt Austausch, Interaktion, Kommunikation. Ich habe die Möglichkeit, per Headset, was man dann hat, mich in die Diskussion einzubringen. Natürlich, der Klassiker ist, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Chatfenster nutzen. Das wird in aller Regel sehr intensiv getan. Dort einfach mal eine Frage stellen, zwei, drei Stichworte liefern, auf die wir eingehen können. Es gibt einzelne Symbole, wenn wir einfach mal fragen, sind Sie einverstanden? Sehen Sie das auch so? Können wir einen Schritt weitergehen? Bekommen wir so ein kleines grünes Häkchen etc. Also alles keine Spielerei, sondern gute professionelle Möglichkeiten, um im Austausch zu sein und gemeinsam dieses Webinar zu gestalten. Und beim normalen Seminar bekomme ich ein Handout. Ist aber hier genauso. Jeder Referent bietet zum Schluss immer noch die Dokumente als PDF an. Ich kann es downloaden und kann es ausdrucken. Also von daher gibt es eigentlich keine Unterschiede zwischen normalen Seminar oder auch einem Online-Seminar. Fachlich gesehen ist es eigentlich identisch. Und das Gute ist, ich kann die überall besuchen, diese Seminare. Ob das am Wohnzimmertisch ist oder in der Küche oder halt mal mobil eben vom Sofa aus zum Beispiel. Es geht eigentlich von überall. Ich habe nur gute Erfahrungen mit Online-Seminaren gemacht. Und ich kann es nur empfehlen.